Ja, ich möchte heute mit euch über den Coronavirus sprechen. Ich meine, die ganze Thematik ist ja in aller Munde oder hoffentlich nicht in aller Munde, sonst haben wir ein Problem. Aber überall spricht man davon und auch ich in der Schule merke es. Ihr seht zum Beispiel, dass hier so Richtlinien vom Bund, wie man umgehen sollte mit dem Coronavirus, eben keine Handshakes mehr geben. Das hat mich dazu veranlasst, dass wir da auch uns überlegen mussten, wie können wir uns denn eigentlich grüßen in Zeiten des Coronavirus, und habe dann hier ein paar Sachen aufgeschrieben, wie man das machen könnte mit Dingen wie Namaste, Elbro, Winke, Winke, Militärgruß, all diese Dinge. Haben wir alles überlegt, aber ich möchte mit euch nicht über diese Dinge sprechen, wie man sich begrüßen kann. Und auch nicht darüber, ob es das extrem ist, wenn der Bund sagt, wir haben keine Fasnacht mehr, wir haben keine Events mehr, Fußballmatches, all diese Dinge werden abgesagt, weil es zu viele Personen sind. Über all diese Dinge möchte ich nicht sprechen. Da könnte man wahrscheinlich lange darüber diskutieren und auch versuchen, beide Seiten ein bisschen zu verstehen. Mir geht es mehr um etwas, worüber überhaupt nicht gesprochen wird, nämlich woher kommt eigentlich der Coronavirus? Was ist die Ursache oder der Ursprung davon? Und die Antwort darauf ist, dass es wahrscheinlich von einem Wildtiermarkt in China kommt und dass man dort Fledermäuse, Spinnen, Schlangen, Krokodile und so auf engstem Raum gehalten hat und das leider dazu geführt hat, dass diese schlechten Bedingungen und die Nähe von Tier zu Menschen auch dafür gesorgt hat, dass sich eben diese Krankheiten ausbreiten konnten. Doch nicht nur der Coronavirus kommt vom Tier. Ungefähr 75% der neu auftretenden Infektionskrankheiten stammen ursprünglich irgendwo vom Tier. Einige dieser Krankheiten, die von Tieren stammen und die man als zoonotisch bezeichnet, sind zum Beispiel Tuberkulose, das von Ziegen stammt. Oder die Influenza, also die Grippe, die wir kennen, stammt ursprünglich von Enten. Die Masern stammen ursprünglich auch von Tieren und sind von den Rindern auf uns übertragen worden. Den Begriff Rinderpest kennen vielleicht einige noch aus dem Geschichteunterricht oder so. Und auch Typhus stammt eigentlich von Hühnern. Die Krankheit SARS, die auch die Runden gemacht hat vor ein paar Jahren, glaube ich, stammt so von katzenartigen Raubtieren, die man auch wieder gefangen hielt, und die schlechten Bedingungen haben sich dann auch gesundheitlich ausgewirkt. Und natürlich Krankheiten wie die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe, liegt es auf der Hand, dass das auch von Tieren stammt. Das heißt, die Art, wie wir mit Tieren, mit Nutztieren und Wildtieren umgehen, hat einen großen Einfluss nicht nur auf das Befinden dieser Tiere, sondern auch auf unsere Gesundheit. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass diese Tiere besser gehalten werden oder vielleicht gar nicht gehalten werden. Nicht nur eben für die Tiere selbst, sondern auch für unsere Gesundheit. Und wenn wir uns überlegen, viele dieser Krankheiten sind noch gar nicht ausgebrochen, nur deshalb nicht, weil wir bei der Nutztierhaltung vor allem ganz viel Antibiotika verwenden. Über die Hälfte des Antibiotikas, das wir produzieren, geht direkt in die Nutztierhaltung. Vielen Lebewesen wird einfach Antibiotika mal prophylaktisch gegeben, damit sie nicht erkranken. Und wenn wir diese Antibiotika nicht hätten, hätten wir schon längstens auch hier Probleme gehabt mit irgendwelchen Hühnergrippen oder so, weil halt das Heidi-Land Schweiz nicht der Realität entspricht. Das Gute an diesen Antibiotika ist, dass man diese Krankheiten verhindern kann. Das Problem ist, dass wir immer mehr Probleme haben mit Antibiotikaresistenzen. Weltweit sterben ungefähr 700.000 Menschen an Antibiotikaresistenzen. In den nächsten Jahrzehnten bis ungefähr 2050 geht man davon aus, dass das noch stärker wachsen wird, dass sich noch mehr Antibiotikaresistenzen bilden werden und dann bis zu 10 Millionen pro Jahr, je nachdem, sterben können weltweit. Und das ist eine große Zahl und ein großes Problem, weil wir dann gewisse Krankheiten nicht mehr behandeln können. Und wenn wir natürlich darüber sprechen, was das alles mit uns macht, müssen wir auch immer noch im Kopf behalten, dass es eben auch den Tieren unheimlich viel Schaden zubereitet. Das sind die größten Leidtragenden der ganzen Thematik. Und das geht ein bisschen vergessen, dass eben auch all diese Tiere jetzt sterben müssen. Es gibt Videos von der Schweinegrippe, wo ein Loch gebuddelt wurde irgendwo und dann alle Schweine reingeworfen wurden und dann mit Erde darüber bedeckt. Wirklich grausame Videos.
So gehen wir dann mit den Tieren um, wenn sie diese Krankheiten haben, werden alle einfach getötet. Und deshalb ist eigentlich, müsste auch der Bund oder die Regierungen dafür sorgen, dass es solche Haltungsmöglichkeiten gar nicht mehr gibt, dass man keine Wildtiere mehr auf Märkten halten dürfen, dass wir die Nutztiere artgerecht halten oder am besten eben gar nicht halten. Und deshalb müssen wir unbedingt unseren Umgang mit den Tieren überdenken. Dass wir nicht einfach Nutztiere in millionenfach züchten, nur damit wir Fleisch, Milch, Käse und so haben und dort dann eigentlich diese Erreger sich ausbreiten können. Das wäre sicher eine Handlung, die wir jetzt alle machen können, um solchen Krankheiten vorzubeugen, damit wir gar nicht erst in Situationen kommen, wie wir jetzt gerade drin sind und uns Gedanken machen müssen, wie wir denn eigentlich uns begrüßen sollen und was wir da alles tun müssen. Lasst uns doch einfach die Tiere in Ruhe lassen in der Wildnis und dann haben nicht nur die Tiere ein besseres Leben, sondern auch wir. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.